Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, bei dem es um ein kleines neues Event geht, und zwar direkt von Firefly an sich, also von den Machern von Stronghold. Und zwar geht es um einen Map-Wettbewerb der Stronghold 2 Steam Edition, die vor kurzem rauskam. Und zwar eine der großen Neuerungen ist ja von der Steam Edition von Stronghold 2, dass es jetzt einen integrierten Steam Workshop gibt, mit dem man eigene Maps erstellen und offen mit der Community teilen kann. Und nun hat sich Firefly gedacht, Mensch, um dieses ganze neue Feature, ja gut, komplett neu ist es nicht, es gab es schon bei anderen Teilen wie Stronghold Crusader 2 oder jetzt auch vor kurzem Stronghold Legends mit der Steam Edition, aber dennoch, um jetzt mal ein bisschen zu feiern, dass es das jetzt auch mit Stronghold 2 gibt, machen wir mal einen Map-Wettbewerb dazu. Und dieser Wettbewerb beinhaltet ganz einfach, ihr erstellt eine Map mit dem Workshop, teilt sie und schickt diese Map auch an Firefly. Das erkläre ich gleich nochmal in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und nun, was gibt es bei diesem Wettbewerb denn zu gewinnen? Das ist ja mir das Wichtigste, deswegen ist es ja ein Wettbewerb. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant. Es gibt zwei Preise. Der zweite Preis ist ganz nett. Das ist hier Stronghold Crusader 2. Wo haben wir es nochmal stehen gehabt? Es war, glaube ich, einfach nur die Stronghold Crusader 2 Ultimate Edition. Oder? Ich hatte es vorhin extra noch rausgesucht. Da war es. Der zweite Platz, genau, die Ultimate Edition von Stronghold Crusader 2. Der erste Platz, und das finde ich sehr, sehr interessant, erhält, ja, lebenslang alle Firefly-Spiele. Das beinhaltet alle Spiele der Vergangenheit bis jetzt und alle Spiele, die in Zukunft noch von den Firefly-Studios erstellt werden. Was bedeutet einfach, ja, ein lebenslanges kostenloses Abo aller Firefly-Spiele. Ihr könnt euch jederzeit alles zukommen lassen, was von Firefly jemals erstellt wurde, was durchaus ein sehr, sehr verlockender, interessanter erster Platz ist. Und nun, wie macht man bei diesem ganzen Map-Wettbewerb mit? Für alle Leute, die sich halbwegs talentiert halten, könnt ihr gerne mal versuchen. Und zwar ganz einfach per Steam den Stronghold 2 Editor öffnen, eine eigene Map erstellen. Ich glaube, es gibt da keine Beschränkung, was für eine Map das sein soll. Einfach alles, was man sich mit dem Steam Workshop Editor einfach machen kann. Nun, dann wird die Map einfach ganz normal gespeichert. Dann muss sie natürlich im Steam Workshop veröffentlicht werden. Und nun ist es eben auch noch wichtig, neben einer kurzen Beschreibung für die Map eben auch an Firefly zuzusenden. Und zwar per hier news@fireflywords.com in der E-Mail. Dann wird diese Map für den Wettbewerb registriert und es werden alle Maps angenommen, die bis zum 30. Oktober 2017, also ich glaube, ich erwähne mal lieber 2017, bevor es da Missverständnisse gibt, die bis zum 30. Oktober 2017 eingereicht werden. Also 2 Wochen von jetzt an, circa. Circa sage ich deshalb, weil ich nicht ganz weiß, wann ich das Video hochlade. Aber jetzt ist gerade Montag, der 16. Und nun, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Glück, die mitmachen. Es ist halt schwer, es ist schwer zu sagen, ob ich schon irgendeinen Favoriten habe, weil ich kenne einige unglaublich gute Map-Ersteller. Die meisten jedoch machen hauptsächlich Maps für Stronghold 1, von daher weiß ich gar nicht, wie gut die meisten Leute drin sind, in Stronghold 2 Maps zu generieren. Von daher sollte ich mal nicht hergehen und sagen, ja, Kevin Scheffel holt sich die Krone. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt in Stronghold 2 großartig erstellen will und kann. Aber für alle, die mitmachen auf jeden Fall, viel Spaß und viel Glück auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich schon mal erwähnt, auf jeden Fall. Und nun, möge die beste Map gewinnen, sagen wir es mal so. Und dem ersten Platz schon mal sehr großen Glückwunsch an den lebenslangen Vorrat an Firefly-Titeln. Das ist durchaus ein sehr, sehr verlockender erster Platz. Und dann würde ich sagen, halten wir es mal einfach kurz und knackig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Für alle, die mitmachen, wie gesagt, viel Glück und viel Spaß. Und ja, ich glaube, damit wäre alles gesagt. Viel Spaß beim Wettbewerb und man sieht sich ansonsten in weiteren Videos von mir. Bis dahin. Bye bye.